Meine Güte, wir haben es endlich zurück nach Einsamkeit geschafft. Wird auch langsam Zeit, wir haben inzwischen 14:45. Gute Nachricht? Wir haben jetzt genug Septime, um das Schlafzimmer für euch zu kaufen. Nicht ganz so gute Nachricht. Es ist 14:45. Und natürlich hat der Laden, wo wir die Möbel kaufen wollen, bereits geschlossen. Ich glaube auch sowieso nicht, dass wir um diese Uhrzeit noch Möbel durch die Gegend schleppen wollen. Oder wird. Ich glaube, das wird vom Service erledigt, aber vielleicht sollten wir auch nicht so unfreundlich sein, um andere um diese Uhrzeit Möbel durch die Gegend schleppen zu lassen. Das heißt, Inigo, du wirst jetzt doch noch in den Genuss eines Schlafsacks auf dem harten Boden kommen und Lucien, du musst da leider auch nochmal durch. Aber gleich morgen in aller Frühe, sobald der Laden aufmacht, werden wir das Ganze als erstes rektifizieren. So, home sweet home. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es sich deutlich besser schlafen lässt, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, Meridia sitzt einem im Nacken. Haben wir? Nee, in der Zwischenzeit ist natürlich nichts reingekommen. Wir waren ja heute auch eigentlich erst hier. So, gehen wir durch die Büros. Das müsste am schnellsten gehen. Ich meine, wir könnten natürlich auch wieder über den Balkon gehen. Aber wer bist du denn? Hallo? You must be the benefactor of this collection. Allow me to introduce myself. I am Avram Shazir. Orion hired me as the guard captain for the museum. With the collections growing so quickly, he needed another set of eyes to ensure it's all well protected. I intend to also hire additional guards as the museum continues to grow. If you need anything, don't hesitate to ask. Keine schlechte Idee. Hübsches Schwert übrigens und gute Wahl bei der Rüstung, die trage ich natürlich auch. Und, wie habt ihr Aurien kennengelernt? I answered a notice he had posted. We sat down and talked for a while, and I suppose he felt I had what it takes in the end. Und wo kommst du denn her? Hammerfell, originally, of course. But I've been here in Skyrim for a couple years now. Und was war vor deinem Auftrag? Dein Job? Hast du schon Erfahrungen im Wachdienst oder so? A little of everything, really. I just left a job as a dock warehouse guard in Dawnstar. It was quite boring. I wanted something a bit more dynamic and interesting. Nun, und erfüllt das Museum soweit deine Erwartungen? Ich weiß, es ist noch ziemlich leer und tot hier, aber ich hoffe, das können wir ebenfalls rektifizieren. Going well enough. Caught that boy trying to climb on one of the displays in the natural science wing when he thought nobody was looking. Just gave him a long, cold stare, and he was on his best behavior for the rest of the visit. Nun, du scheinst deine Pflichten auf jeden Fall sehr gewissenhaft zu erfüllen, wenn du um nach 2 Uhr nachts hier noch Wache stehst, wo das Museum doch geschlossen hat, aber vielleicht ist da erst recht die Notwendigkeit, es zu bewachen. Bist du jetzt tatsächlich die Einzige der Wache? Das wird mit den Wachschichten schwierig. Aber Aurien ist ja auch noch da. Ich bin sicher, dass bei Auriens Führung wurde das alles bis ins kleinste Detail sinnvoll durchorganisiert. So, dann schauen wir doch mal in den noch verdammt leeren Nebenraum. Mhm. Die erste Übernachtungsspur ist noch da. Ja gut. Also, wo hauen wir es denn am besten hin? Hier in die Ecke vielleicht. Ist nicht allzu weit voneinander entfernt, aber ihr liegt jetzt auch nicht aufeinander. Ich glaube, das sollte so einigermaßen passen. Sagt die karge Umgebung, tut mir leid, aber wie gesagt, das werden wir beheben und eine gute Nacht euch beiden. Wir sehen uns. Guten Morgen, ihr beiden. Ich weiß, ihr müsst mich gar nicht so vorwurfsvoll anschauen. Ihr wisst, was wir jetzt tun.
hoffe, der Laden hat um diese Uhrzeit überhaupt schon offen, aber... Ich meine, wir haben zwar nur 6 Stunden geschlafen, aber dadurch, dass wir so spät schlafen gegangen sind... Ja, es ist 9:15, bis wir am Laden sind, müsste es 9:00 sein. Wenn er da noch nicht offen hat, dann erzähle ich denen aber was. Ich habe immerhin vor, eine große Summe Gold dazulassen. Die Straßen sind... Ah, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der um diese Uhrzeit das Haus verlässt. Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Nicht einmal von einer Bretonin. Ja, man sollte andere Leute nicht unterschätzen. Schön, euch zu sehen, Schwester. Was ist denn hier los? Macht ihr euch bereit, den Kaiser zu töten? Das sind aufregende Zeiten. Wirklich aufregende Zeiten. Was ist denn hier? Ach, war schon... Ist es schon wieder soweit? Viamo, habe ich was verpasst? Ich meine, ich wusste, dass wir das Fest jetzt öfter stattfinden wollen lassen, aber... Willkommen, ihr Leute von Einsamkeit! Wir von der Bardenakademie freuen uns, hier die Verbrennung von König Olaf zu feiern. Das Fest wäre ohne den Einsatz und die harte Arbeit unseres jüngsten Neuzugangs nicht möglich gewesen. Ist ja schön, dass wir häufiger feiern, aber wir müssen mich jetzt nicht nochmal einführen. Mit dem Anzünden des Bildnisses! Sag jetzt nicht, dass ich das neue Mitglied werde, dann bin ich sauer. Wir denken an alle Soldaten von Einsamkeit, so, die in diesem undankbaren Krieg für die gute Sache kämpfen. Ja, wir haben aber einen Auftrag zu erfüllen. Diesmal für uns selber. Aber wir nehmen uns natürlich die Gelegenheit, um hier noch ein paar Snacks mitzunehmen, besonders den Süßkuchen und vielleicht noch ein bisschen Wurzwein. Björn ist der Beste von denen. Ihr solltet ihn mal singen hören. So, genug Bardenfreude. Die werden wir vielleicht heute Abend oder so selbst haben, falls wir bei einer Taverne vorbeikommen, weil... das ganze Performen uns ja doch den ein oder anderen Septim in die Tasche spült. Und wir werden gleich wieder sehr arm sein. Besonders, weil ich vorhabe, mit dem übrigen Geld vielleicht noch 1 oder 2 Sprachlektionen herauszuklamüsern. Ich hoffe es doch sehr und ich habe auch schon was. Werf deinen Blick drauf. Im Auge. Also, wo haben wir es denn? Safe House Follower Furniture Received reduziert auf inzwischen in Anführungszeichen nur 6600 Septimer. Autsch. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt, während die ganzen Möbel verräumen, gehen wir doch gleich in die... Entschuldigung, Lucien. Gehen wir doch gleich auf ein kleines Gespräch in die Taverne. Ah, ja, so ein nettes, kleines, verspätetes zweites Frühstück ist doch auch was Leckeres. Ich meine, es ist wieder doof, dass die einzigen Tische mit 3 Stühlen schon teilweise besetzt waren. Aber Lucien hat irgendwie auch nicht den Bedarf, so sich hinzusetzen, das habe ich schon festgestellt. Aber wenn du lieber stehen willst, ist es natürlich auch okay. Wie geht's dir denn? Yes, my friend. Ich hoffe, deine suizidalen Tendencies haben sich gelegt. I'm thinking, if you don't eat that sweet roll... I will. Du willst eine davon? Oh, von mir aus. Wir haben dir sowieso gerade abgenommen. If you give me a sweet roll, I will make it disappear. Dafür sind sie da. Süßkuchen. Bitteschön. Du hast noch gar nichts vom Steak gegessen, aber willst jetzt Süßkuchen haben? Ja, ich sehe genau, was du da machst. You are officially a bard now. Sing me a song. Dance for me. Tell me a tale? No? Your material must be very good if it is so secret. Keine Sorge, wir treten gleich nochmal auf. Aber so gut ist es, glaube ich, nicht. Aber es spült ein bisschen Geld in die Kasse. So, wir hätten jetzt hier in der Zwischenzeit auch ein bisschen Zeit, den nächsten Plan zu schmieden. Und jetzt, wo wir noch
einigermaßen genug Geld haben, würde ich zumindest mal versuchen, die nächsten 1000 Goldstücke für diesen Söldner auszugeben. Vielleicht können wir ihn sogar ein bisschen herunterhandeln. Ich rechne aber fast nicht damit. Was natürlich bedeutet, dass wir nicht unbedingt noch Sprachlektionen leisten können. Und vielleicht ist es auch nicht so schlecht, wenn wir noch ein paar Septime in der Hinterhand haben für die Notfälle. Um uns zum Beispiel die Kutsche oder das Schiff leisten zu können, das wir brauchen. Ich habe unsere nächste Expedition geplant. Ich würde nach und nach gerne die Städte von Himmelsrand kennenlernen, bevor wir uns irgendwelchen größeren Bedrohungen oder Projekten widmen. Es ist, denke ich, ganz wichtig, eine The Lay of the Land zu bekommen, so wie man es schön sagt. Entgegen meiner ursprünglichen Pläne würde ich ganz gerne nach Dämmerstern schippern. Allerdings werden wir einen großen Bogen um das Gasthaus dort machen. Wie gesagt, das Buch möchte uns dorthin führen und dafür fühle ich mich noch nicht bereit. Allerdings ist es ein guter Startpunkt, um hier rüber zur Höhle am Hopswasserfall zu gehen und Pantheas Flöte zu finden. Von da aus dann hier direkt weiter uns in die Berge hochzuschlagen, um das letzte Monument, das wir noch für hier unten brauchen, für die verschlossene Tür am Lager Stille Monde, dann können wir das auch öffnen. Danach, ich bin mir noch nicht sicher, wie rum wir das machen, das ist ja alles so ein bisschen in der Gegend. Es kommt natürlich darauf an, wie wir den Berg hier hochkommen. Wenn wir da hier nach unten kommen, werden wir erst zum Schrein von Azura gehen und dem unseren Besuch abstatten. Von Azura habe ich nicht so viele schlechte Sachen gehört und so ein einfacher Besuch sollte hoffentlich nicht schaden. Eher im Gegenteil, wenn wir unseren Respekt zollen. Oder halt zuerst andersrum. Hier zum Aussichtspunkt von Jorgrim, wo irgendein verdächtig aussehender Elf herumlungern soll. Vielleicht kann man da ja mal schauen, was es damit auf sich hat. Und dann müssen wir für alles natürlich den Spiegel finden. Also das ist hier die eine Runde. Danach zieht es uns leider noch einmal nach Windhelm, aber ich verspreche, da werden wir nur ganz kurz sein. Höchstens einmal die Nacht verbringen, falls es schon wieder zu spät sein sollte. Hier haben wir nämlich noch einen Segen der Göttlichen, den wir brauchen von Talos. Da ist die Stadtverbindung, denke ich, einigermaßen hilfreich. Ich meine, das ist eine der positiven Seiten der Sturmmäntel. Zumindest bleiben sie Talos treu. Und danach, weil wir sowieso schon in der Gegend sind, gehen wir hier nochmal runter und untersuchen die Viloti-Bergtunnel da. Wurden wir ja relativ am Anfang unseres Abenteuers von jemandem überfallen, der sich Ausrüstung besorgen sollte, um seine Freundin hier zu treffen, weil sie irgendetwas eine uralte, unentdeckte Passage gefunden hat. Das klingt auf jeden Fall faszinierend. Und ich würde sagen, damit ist unsere Expedition mehr als genug und mehr als ausgereift. Bevor wir das machen, müssen wir aber allerdings halt... Ich wollte noch auftreten. Wir müssen auf jeden Fall die Früchte unserer ersten Expedition noch schön im Museum ausstellen und natürlich schauen, dass in der Zwischenzeit auch die Möbel richtig geliefert wurden. Also, bin ich blind? Oh, nein. Kommando zurück, es ist... Ich habe hier gerade erst aufgetreten. Wir wollen Lisette ja nicht ihr ganzes Geschäft stehlen. Dann warten wir halt auf Dämmerstern oder im Notfall auch auf Windhelm, bevor wir unseren nächsten Auftritt geben. Ich habe Fisch, direkt aus dem Fjord. 1200 Septime und natürlich noch 1000 Gold für den Söldner. Der war, glaube ich, sowieso in der Taverne, wo wir gerade raus sind. Aber wir müssen aus dem Weg aus der Stadt heraus sowieso dann nochmal vorbei. Also ist das jetzt kein großer Verlust, dass ich das gerade vergessen habe. So, jetzt bin ich dann aber doch gespannt, wie die Möblierung aussieht. Ich rechne damit, dass wir hoffentlich mindestens zwei Betten haben, die einigermaßen gemütlich aussehen. Das dürfte ich bei dem Preis schon erwarten. Und ich habe die Ladenbesitzerin von Bits and Pieces extra darum gebeten. So. Ist unsere neue Wache hier irgendwo? Ich glaube nicht, aber irgendwann muss sie ja wahrscheinlich auch schlafen. Aurin habe ich auch schon... Das muss ein stark belebendes Getränk sein, das du da trinkst, wenn du so lange wach bleiben kannst. Meinen Respekt. So. Ich bin gespannt. Und ihr seid es hoffentlich auch. War der schon immer hier?
Ich glaube schon. Ach so, wo war es vielleicht das andere Zimmer, das möbliert wurde? Immerhin haben wir zwei. Oh ja, das ist neu. Sieh mal einer an mit Bar und Tisch und... ja, einzelnen Schlafstätten für euch. Vier verschiedene Quartiere, das ist sehr gut. Ja, super. Keine Schlafsäcke mehr für euch. Weil ich trotzdem sage, dass wir zumindest einen davon wieder mitnehmen sollen. Nee, wir nehmen beide davon mit. Weil wenn wir nachts irgendwo übernachten müssen, gilt dasselbe ja für euch. Eigentlich müssten wir uns noch einen dritten besorgen. Oder wir wechseln ein bisschen durch und einer steht Wache. Alle paar Stunden. Das ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Meine Güte. Ich meine, das ist der einzige Nachteil in diesem Aufgang. So viele Treppenstufen, wie wir gehen müssen. Und die sind nicht besonders lang, die Treppen. Ich bekomme da immer einen leichten Drehwurm. Aber das ist alles Training auf meinem Weg zum Heldendasein? Fragezeichen. Das klingt immer so aufgesetzt. Und von dem, was wir bisher erledigen, einfach durch die Gegend gehen, ein paar Botengänge für Leute erledigen, hier und da, das eine exotische, einen exotischen Gegenstand besorgen und ins Museum bringen. Wir sind mehr Bursche für alles, glaube ich. Aber es ist ja egal, wie man es nennt. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe schon wieder etwas vergessen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir heute Nacht nur 6 Stunden Schlaf bekommen haben. Erst habe ich in der Taverne vergessen, mit dem Söldner zu reden, was wir jetzt nachholen wollen. Besser als Wilhelm, ne? Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gerade vergessen, wo wir im Museum waren, unsere letzten Sachen auszustellen. John, da wir sie zwischenlagern können, ist es aber nicht so schlimm und ich habe jetzt keine Lust, nochmal ins Museum zurückzugehen. Das machen wir einfach dann nach der nächsten Expedition. So, wo ist denn unser Freund, der überteuerte Söldner? Da oben, bleib doch mal stehen. Hey, Brother, you look thirsty. Tell you what, you give me 1000 gold pieces and I'll buy you a drink. Hatten wir dieses Gespräch nicht schon mal? Well, that's because you didn't let me finish. You get more than a drink. You get a tough son of a bitch like me by your side. Nun, ich brauche dich für einen spezifischen Job, wie schon erwähnt. Yeah? It might cost you extra, depending on how dangerous it is. Hell, make it dangerous enough and it might cost you less. But it'll still cost. Ich brauche tatsächlich nicht deine Klinge, sondern lediglich deinen Segen. Well, I'd almost do it for free, except I don't know what that word means. If I had to take a guess, it means 1200 septims. Bitte was? Das ist ja noch teurer als... wie wär's mit 200? You got yourself a deal. And don't worry, oh, wow. You're getting the better end of it. Ich hätte nicht aber gerechnet, dass das funktioniert hat. Dann hätte ich mir gar nicht so Sorgen machen müssen. Und wir haben immer noch über 1000 Gold in der Reserve. Knapp über 1000 Gold, aber immerhin. Das ist vielleicht für 1 oder 2 Stunden... nein, lassen wir das. Bisschen in der Reserve und so. Hey. What is on your mind? Bereit aufzubrechen? You lead, I follow. Alles klar. Dann lasst uns doch in Richtung Dämmerstern aufbrechen. Die Frage ist, es ist auch an der Küste. Wir könnten theoretisch die Kutsche nehmen, aber wenn ich die Karte von Himmelsrand richtig in Erinnerung habe, wäre das ein ziemlicher Umweg. Ich würde erstmal an den Docks vorbeischauen und sehen, ob wir nicht vielleicht ein Boot finden, was uns dahin bringt. Dann können wir auch ein bisschen mal an der Küste am Geistermeer entlangfahren. Das stelle ich mir recht pittoresk vor. Wenn auch vielleicht ein bisschen kalt, aber zwischen mit Mantel und Rüstung doch einigermaßen machbar. Und wir sind ja dann zu viert auf dem engen Boot. Das sollte hoffentlich auch dazu beitragen, dass es nicht allzu kalt wird. Alle da? Ja? Lucien, Inigo. Sehr schön.
Da ist das Museum. Sagt Ulfric, Sturmmantel habe das letzte Mal, als wir hier unten waren, sind wir gerade erst angekommen und jetzt können wir das da oben unser Zuhause nennen. Das ist ein merkwürdiges Gefühl und fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an. Dabei sind wir doch noch gar nicht so lange hier. Das dürfte noch nicht mal ein Monat sein. So, auch die Treppen hier klingen aber ein bisschen kratzig und borstig. Sollten vielleicht mal ausgetauscht werden. So. Das Boot hier, na, das ist vielleicht ein bisschen zu groß für ein Passagierboot. Ah, hey du. Benötigt ihr ein Boot? Sehr gerne. Könnte ein bisschen eng werden für 4 Personen, aber wenn wir uns ein bisschen quetschen und das Gewicht verlagern, sollte es hoffentlich gehen, ohne dass wir kentern. Wohin wollt ihr? Nach Dämmerstern, bitte. Steigt ins Boot ein und macht es euch bequem. Alles klar. Welches davon? Das linke oder das rechte? Das hier nehme ich an. Ja, das sollte zu viert eigentlich gehen. Shrines in the city temples will confer a blessing. Accepting the blessing of one shrine will deactivate the other blessing or something like that. Oh, wow, wow, was war das denn? Kopfschmerzen. You feel the world shift, if that is the right word. It feels like something has happened, yet you hear nor see anything. Ich hatte gerade ein ganz merkwürdiges Gefühl. Hattet ihr das auch? Jetzt hatte sich irgendwie das Gefüge der Welt verändert. Vielleicht wird mein Zustand schlimmer. Huch! Numenor says he wants someone, and Novatos finds them. And here you are. Heroes always wandering around, easy to find. Good thing, because she's in danger. Einigo Lucien könnte mich mal kneifen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen verschlimmern sich gerade. Who does it matter? What does it matter? You're a hero. You look the type. It's what you do. Someone's in danger. All my friends are in danger. Will be in danger. Whichever. You find the danger. You stop the danger. You get treasure. Simple. Easy. Not really, though. Someone always wants you to fetch something random. Das letzte stimmt auf jeden Fall. Du kannst mir gerne einen Auftrag geben. Ich garantiere nur nicht für die schnelle Erledigung. Aber wer oder was bist du? Ist das nicht Wemer Rüstung? Aber die deutlich zu dünn an den Armen aus, als dass sein Arm drin stecken könnte. Und was ist mit deinem Gesicht passiert? Yes! No. Maybe. Hard to explain. Not my area. Too broken. Too many mechanisms, mostly unmoving. Can take you down, though. Introduce you to the team. Let them explain. They love explaining. Okay, markiert mir den Ort doch mal auf der Karte oder so. Dann kann ich da vielleicht mal vorbeischauen. Deep down, low as you can go. Can't expect a chronographer to operate any other way, can you? Have to go down no other way. Could use a gate, but I broke that. No, your way is Stonehole Mine. Nice place, has a contingency. It's right there on your little map. Very nice map, too. But I talk too much. Go to Stonehole Mine. Go deep. Find the way to our little town. Take me with you. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, wenn ihr mir folgen wollt, würdet ihr uns mir wahrscheinlich ziemlich lange folgen müssen, denn ich habe, wie gesagt, vorher noch andere Sachen zu erledigen. Follow?
No, take me with you. Also tragen werde ich euch nicht, oder was meint ihr? Ich glaube nicht, dass ich dich richtig verstehe. What you see isn't what I am. Let me shut down. You take what glows from this husk. Take me deep down and we'll see where that leads us. Ich soll dich von dir... Was? Yes, perfect. Not really. Not from me. Just take the part that glows. You'll see. Oh, oh. Alles in Ordnung? Hallo? Okay, das leuchtet auf jeden Fall. Lucien, du bist doch der Dwemer-Experte hier. Irgendeine Erklärung? See? Wow. Much better. Take a fabricant, stop his time. If his Numina's intact, he'll be fine. Just the real me here. Just the Numina. Easier this way. No waiting up for me. No me getting stuck in walls. That happens a lot for some reason. But we're wasting time, really. Go to Stonehole Mine. Little place near Dawnstar. Old, abandoned, third era. Very nice. Southwest of Dawnstar. Go! Ich meine, wir sind in Dämmerstern. Aber erstmal nein, wirklich. Nein, aus Interesse, wo? Oh, ziemlich nah. Neben der Halle der Wachsamkeit, die angeblich niedergebrannt wurde. Also nicht angeblich, ich bin mir ziemlich sicher. Aber unsere Route steht erstmal fest. Everything all right? Wirklich nicht. Du hast auch keine Idee, was da los war, oder? Nein? Dachte ich mir. Wenn du das nächste Mal deinem Vater schreibst, kannst du ihm vielleicht mal schreiben, ob Fabrikanten oder irgendwelche Dwemer-Leute, ich meine, Dwemer an sich sind ja verschwunden, ob er da irgendwas weiß, ob ihm das bekannt vorkommt, ob er Geschichten oder so gehört hat. Das ist nämlich gerade alles sehr mysteriös und vor allem merkwürdig. Let's get back to it. Ja, lass uns das erstmal tun. So, die Frage ist, es ist schon wieder 4 Uhr nachmittags, aber wie gesagt, ich möchte nicht in die Taverne gehen, deswegen geht's auch aus der Frage, hier zu übernachten. Wir könnten an der Küste entlang gehen oder hier hoch über den Berg. Müssen wir allerdings hier wieder runterkommen. Ich würde sagen, wir versuchen es an der Küste entlang. Und können den schönen Ausblick aufs Geistermeer genießen. Und oh, anscheinend auch in den Genuss einiger seltener Zutaten kommen. Was? Bei Mephala ist das denn? Hört ihr das auch? Ich sollte hier mehr in Deckung sein, aber hier in der Tür ist es irgendwie kälter als in der Nähe vom Eismeer. This is as miserable as Windhelm. The sea breeze is an improvement though. Ja, und ich glaube, das könnte an dieser Tür liegen. Was ist die größte Illusion des Lebens? Ja, seid ihr glücklich? Ich gehe dann mal. Los, Leute. Wir waren nie hier. Ha. Manche Ereignisse machen es einen direkt froh, zu glauben, dass man bald nach Windhelm kommt. So, lassen wir mal die lieben Horker hier in Ruhe. Oh, ein Zelt. Hier irgendwas Interessantes? Junge?
Aha, ein Amulett von Mara, ein bisschen Wein, ein paar Süßigkeiten. Ausblick aufs Meer hinaus, da hat jemand einen romantischen Abend vorbereitet, ha? Oder einen romantischen Morgen oder eine romantische Nacht. Aber was auch immer es sein sollte, um welche Uhrzeit, wir werden es nicht verderben, indem wir die Sachen daraus klauen. Das wäre hochgradig fies.